Willkommen zu einer neuen Session Fallout New Vegas. Wir sind immer noch im Sierra Madre und jetzt machen wir uns auf den Rückweg. Wir wollen mit dem nächsten Sache sind wir nicht von hier gekommen. Sehr gut. Wir sind auch bestimmt schon an zwei, drei Koffern vorbeilaufen. Hey? Ach so, klar, wir haben eine Lampe an. Ich wollte gerade sagen, hell dunkel. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich laufen muss. So. Also, was ist Ihre Geschichte, Schönheit? Sie reden wohl nicht viel, oder? In Ordnung. War das der Boss, der da über dem Brunnen geschwebt ist? Der Kerl, der uns diese schicken Schlipse angelegt hat? Er weiß, wie man einen Auftritt hinlegt. Wenn er nur leiser wäre, sonst überrennt das Geistervolk noch die Tore. Vera-Hologramm hin oder her. Vera-Hologramm, Sie kennen die holographische Frau? Klar, tatsächlich. Oder schätze, Vera Keys ist zusammen mit den Holo-Archiven verloren gegangen, als die Bombe einschlug, was? Auch als Geist noch hübsch anzusehen. Hat Sinclair gut ausgesucht, das muss man zugeben. Vielleicht hat sie aber auch ihn ausgesucht. Können Sie mir etwas über sie erzählen? Vera war ein großer Star, damals vor der Bombe. Nicht die beste Schauspielerin, aber sie hatte andere Talente. Schöne Stimme, schöne Beine. Aus irgendwelchen Gründen fiel sie Sinclair. Er hat hier alles gebaut auf. Als er am Haken hing, war es um ihn geschehen. Er musste sie haben. Also, ich habe sie einander vorgestellt und raten Sie mal. Er baut diesen Ort für sie, als ob sie Kleopatra wäre. War nicht immer eine Todesfalle. Vorstellen, Sie kannten sie bereits davor? Natürlich. Ist das eine Überraschung für Sie, dass ich damals wichtige Leute kannte? Mein Name stand in leuchtenden Lettern angeschrieben, klar? Ich kannte ein Dutzend Veras, oder wie sie hieß. Vera Keys. Dachte, ich könnte es Sinclair heimzahlen, wenn ich sie ihm vorstelle. Bei den Damen war er ein Spätzünder gewesen und hatte jetzt wohl was aufzuholen. Was wissen Sie über diese Gala-Veranstaltung, die wir auslösen sollen? Es sollte die feierliche Eröffnung des Sierra Madre werden. Reichlich Licht. Musik, das volle Programm. Und er wollte die Gala-Veranstaltung benutzen, um das Casino zu eröffnen? Aber das ist interessant. Ja, wirklich interessant. Denken Sie, was ich denke? Klar, vielleicht Stromverlust. Das Sicherheitssystem wäre so lange ausgeschaltet, dass es uns reinlässt. Aber wie kommen wir raus?
Nein, das Ding ist dann so zu wie das Reservierungsbuch im Franz. Oder Danny Parkers Schließmuskel, wenn es um Trinkgeld für den Türsteher geht. Die Casino-Generatoren versorgen die Gala-Veranstaltung? In Ordnung, sehen Sie. Dann war halt nicht alles an der Villa der Gipfel der Klugheit. Zum Durchziehen der Gala musste der alte Sinclair einfallsreich sein. Die Sierra Madre-Ankündigung zum Beispiel, die war nicht nur fürs Casino. Die Gala ist mit dem Casino verbunden, zieht Strom ab. Könnte sein, dass das die Systeme zurücksetzt, um wie geplant noch einmal die Tore zu öffnen. Was sagen Sie über das Sierra Madre-Signal? Nun, Veras wunderbare Stimme braucht den Strom des Casinos nicht. Ihre Übertragung ist mit dem Notfallsender der Sierra Madre verbunden. Sie wissen schon, im Fall eines Angriffs, raten Sie mal, in der Nacht der Gala-Veranstaltung wurde das Notsignal ordentlich ausgestrahlt. Aber weil die Übertragung mit der Gala-Veranstaltung verbunden war, kriegen Sie statt des Notsignals Veras Stimme im Radio zu hören. Toll, was? Es ist also keine Einladung, sondern ein Hilferuf. Klar, das letzte Lied des Sierra Madre. Und nur wenige bekommen es je zu hören. Schon ein bisschen traurig, aber was soll man da machen? Laut dieser Markierung sind sie für ein Plätzchen in Puster des Sol vorgesehen. Nein, sieht aus wie ein Dach in Puesta del Sol. Schöner Ausblick damals. Jetzt will man da sicher nicht stehen, wenn die Veranstaltung losgeht. Im Frühling. Sommer, Herbst und ein bisschen auch im Winter macht das Geistervolk da gerne Urlaub. Also keine gute Gegend. Wenn wir dahin wollen, gehe ich sicher nicht allein. Und falls Sie die tolle Idee haben, mich dahin zu schicken oder dort zu lassen, nein, danke. Irgendeine Idee, wieso er Sie dort haben will? Partner, ich bin nicht sicher, ob der alle Karten im Stapel hat. Mein Tipp? Einfach ausschalten. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Er meint wohl, dass der starke Mann woanders gebraucht wird. Auch wenn der starke Mann da geteilter Meinung ist. Und ich schätze, wo man den alten Doggy braucht, da braucht man kein Hirn. Hoffe ich zumindest. Denn ansonsten sind wir mächtig am Arsch. Was ist mit Christine? Christine, so heißt sie also. Schöner Name. Nicht sehr gut für Plakate geeignet, aber egal. Ich weiß nicht, sie könnte ja einen Posten übernehmen, wo das Sprechen keine Rolle spielt. Beleuchterin? Bühnenarbeiterin? Licht? Keine Ahnung. Und ich? Ich hatte schon erstklassige Gastspiele in Europa. In New York. Und dieser Gig hier fühlt sich einfach nicht danach an. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich kann die Zuschauer in meinen Bann schlagen, alles von oben dirigieren. Aber hier bin ich das fünfte Rad am Wagen. Ich kann Ihnen nicht folgen. Das fünfte Rad, nutzloser Ballast. Jemand mit dem Werkzeugkasten, die Schwester mit dem Skalpell, der Chauffeur, der einen zum Konzert fährt. Er braucht da oben auf dem Dach nur einen Kerl mit zwei gesunden Händen. So wie ich aussehe, zähle ich wohl nicht für ihn. Armer Kerl. Ich habe noch eine Frage. Natürlich wollen Sie das. Dann lassen Sie mal hören. Ich habe eins Ihrer Lager gefunden. Wozu haben Sie sie in der Villa zurückgelassen? Warum? Zum Überleben? Ich muss immer noch das Wohngebiet verlassen, um Vorräte zu sammeln. Und ich gehe nicht gerne Risiken ein. Die Villa ist gefährlich. Also habe ich dort Waffen und Stims gelassen, falls es mal eng wird. Aber dann tauchen sie auf und schnappen sich alles. Ich denke mal, dass das als Notfall zählt, also will ich mich nicht beschweren. Jedenfalls nicht zu sehr. Vorräte stehen? Was zum Beispiel? Ich muss immer noch essen, glaube ich zumindest. Das bietet mir die Villa. Wenn auch nicht so glanzvoll wie in der Cantina Madrid. Als ich merkte, was man hier alles finden kann, habe ich angefangen zu experimentieren. Ich bin zwar kein Sternekoch, aber
Nun, hier ist die Mischung, wenn Sie sie vertragen können. Ich nenne sie den Sierra Madre Martini. Wie machen Sie das? Sammeln Sie Wolkenrückstände von den Wänden in einer Blechdose. Geben Sie etwas Junkfood aus den Maschinen dazu. Dann Nase zuhalten und runter damit. Hier gibt es elektrische Kochplatten, wenn Sie kein Lagerfeuer zum Mischen finden. Da gibt es noch andere Rezepte mit Wolkenrückständen. Da braucht es aber einen zäheren Überlebenskünstler als mich, um das zu brauen. Ich halte mich an die Martinis. Dean hat Ihnen das extra Sierra Madre Martini beigebracht, das Ihnen erlaubt, das Geisterrückstände und Junkfood in einer Blechdose, an einem Lagerfeuer oder an einer elektrischen Kochplatte einen überraschend starken, regenerierenden und vielleicht einen Drink zu mixen. Ist ja Ihre Zeit. Wenn Sie sie mit Geplauder verschwenden wollen, kann ich nicht viel machen. Sind noch andere Leute auf der Suche nach dem Sierra Madre hier aufgetaucht? Touristen, bitte ich. Sie bleiben nie lang. Und sie bleiben nie lang am Leben. Wenn sie die Wolke, das Geistervolk und die Fallen überleben, erwischt sie die Gier. Und sie wollen sich gegenseitig ans Leder. Die Besucher haben sich alle gegenseitig umgebracht. Sicher. Erst denken sie sich einen Fluchtplan aus. Wenn das geschafft ist, kommen sie auf die Idee, dass sie sich alles unter den Nagel reißen können. Sie wägen die Wahrscheinlichkeiten ab, gehen Risiken ein und schalten sich dann gegenseitig aus. Sprengstoffhalsband hin oder her. Aber seltsam, dass die Sprengstoffhalsbänder früher nicht so miteinander verbunden waren. Da hat wohl jemand erkannt, wo das Problem liegt. Was ist mit den Leuten geschehen, die zur Villa kamen? Tot. Wurden von den Sehenswürdigkeiten der Villa, den Einheimischen oder dem wunderbaren Wetter getötet. Kann ich Ihnen direkt sagen. Sie blieben nicht eng beieinander. Und wenn doch, dann waren sie im falschen Moment unachtsam. Einige hinterließen Zeichen, um anderen zu helfen. Aber die wurden dann nur von jemandem getötet, der noch ein bisschen gieriger war als sie selbst. Irgendwelche Vorschläge, wie da durchzukommen ist? Nun, wenn man bedenkt, dass auch mein Leben auf dem Spiel steht, klar, so einiges. Halten Sie zunächst mal alle zusammen. Drehen Sie sich um und sorgen Sie dafür, dass Ihre Partner Ihnen folgen. Und lassen Sie sie nicht weglaufen. Laufen Sie auch nicht wie bekloppt irgendwo hin. Jeder Quadratzentimeter dieser Stadt ist tödlich. Und im Zweifelsfall kommt man nur mit Geduld weiter. Schreien Sie auch nicht. Erregen Sie keine Aufmerksamkeit. Seien Sie leise. Wenn das Geistervolk Sie findet, ist es vorbei. Dieses Geistervolk, sind Sie die Einzigen, die hier draußen überleben? Lebendig ist ein schwieriges Wort. Die Einheimischen, das Geistervolk, bin nicht sicher, ob es auf die zutrifft, sind etwas unzivilisiert. Sie reden nicht viel, um genau zu sein, gar nicht. Haben Sie versucht, mit denen fertig zu werden? Hab versucht, mit ihnen zu reden, sie zu bestechen, Essen draußen zu lassen. Nichts. Sie haben nichts anderes versucht. Ich schon. Wenn sie sie fangen, werden sie in die Wolke geschleppt und kommen nie wieder raus. Im Gegensatz dazu wäre es eine Gnade, wenn ihr Halsband hochginge. Mein Tipp? Gehen Sie ihnen aus dem Weg, denn einfach sind sie nicht umzubringen. Okay, wo sind sie hergekommen? Kumpel, es gibt mehr Geheimnisse zwischen... Moment. Es gibt mehr zwischen Himmel und... Ach, vergessen Sie es. Ich würde mir lieber Gedanken darüber machen, warum ich ein unsterblicher Hurensohn bin, als darüber nachzudenken, warum die am Leben sind. Ich bin froh, dass ich bei klarem Verstand bin. Die sind es sicher nicht. Vielleicht haben sie aber auch kein solches Ziel vor Augen gehabt. Konzentrieren. Ich hatte immer das Sierra Madre, um das ich mir Gedanken machen konnte. Die meisten Leute haben nicht so viel Antrieb, so viel Bedarf, sind meine Zeit nicht wert. Waren vor der Bombe Geistervolk, sind es jetzt auch. Gibt es sonst noch etwas, das ich über Sie wissen sollte? Was wir auch tun.
Machen Sie sie nicht wütend. Normalerweise sind es nur ein paar. Vielleicht ein Rudel. Aber da draußen sind noch viel mehr. Wenn sie rauskriegen, dass wir uns hier rumtreiben, dann wacht das ganze Wespennest auf. Will gar nicht wissen, wie viele davon diese Straßen füllen können. Andere Fragen. Ist ja ihre Zeit. Wie kriege ich den jetzt mit? Ich finde, wir sollten zusammenreisen. Mit welchen Waffen können sie umgehen? Bin nicht gerade fürs Kämpfen, wenn es sich vermeiden lässt. Aber ich war immer ganz gut am Pistolenschießstand. Und mit Messern kenne ich mich aus. Mit Sprengstoffen wohl auch. Etwas. Hab eine Menge Fehler gemacht. Aber die Finger sind noch alle dran. Okay, zusammenreisen. Trommelt die Band zusammen. Domino ist wieder in der Stadt. Okay, Dean hat ihm das extra unsteter Lebenswandel gegeben. Dieses extra lässt sie sich kurze Zeit in einer giftigen Wolke aufhalten. Mhm. Ach, das geht? Na gut. Gut zu wissen. Ich werde jetzt mal auf das Wurfspeermesser umswitchen. Wo ist mein eigentliches Netz? Diese Maschinen, Sinclairs kleine Geschenke, haben länger überlebt als er. Wenn sie Essen oder Stims brauchen, werfen sie einen Chip ein. Hörst du das so? Na gut, hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Spitze bedanke mich. Bis dann.